Willkommen, liebe Fischer, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan True Warriors. Ja, ich komme jetzt echt spät zum Aufnehmen. Liegt einfach daran, dass ich die letzten Tage echt wenig Zeit hatte, mich mal hier am Stück hinzusetzen. Aber ich glaube, ist nicht so schlimm. Ja, Rot-Grün wird natürlich nicht unsere Regierung sein, sondern ist unser Kriegslog. Ja, hier ist es und die Farbe Rot überwiegt jetzt leider im Moment so ein bisschen. Aber es gibt ja immer wieder so einen kleinen, also wie sagt man immer, wo der Berg hochgeht, geht's auch wieder runter. Oder auch nach schlechten Zeiten kommen gute Zeiten. Kommt immer ganz drauf an. Und ich denke mal, der letzte Clankrieg hier war von uns sehr, sehr gut. Denn der Gegner ist selbst an unserem RH8 hier, an dem Elias, verzweifelt, hätte ich fast mal gesagt. Und das haben wir an der Stelle viel, viel besser gemacht. Wir steigen auch gleich ein hier in den Clankrieg. Ein paar schöne Kämpfe sehen wir hier sicherlich. Ich habe hier auch hier in diesem Krieg habe ich sehr, ja, was heißt eilig angegriffen, aber ich habe ziemlich früh meine beiden Angriffe gemacht, weil ich wusste, dass der zweite sowieso eng wird und ich dann an der Stelle auch gar nicht mehr holen konnte. Also mein erster Angriff war, ja, sehen wir gleich, hat mich auch mal wieder umgehauen und hat mich auch mal wieder geärgert, aber ist alles nicht so tragisch. Wir haben zumindest diesen CK hier deutlich gewonnen. Ihr habt das gesehen, der Gegner hat auch nicht mehr wirklich angegriffen, hatte also gar nicht alle Angriffe gemacht. Und deswegen ist das hier, ja, ich denke mal, ein leicht verdienter Sieg gewesen. Und gibt zumindest unserer Moral wieder so ein bisschen Auftrieb hier, was das Clan-Sein angeht. Und wir haben auch wieder ganz nett aufgestockt, haben wieder ein paar Leute gewonnen, komme ich aber auch noch zu. Und von daher sehe ich das eigentlich ganz zuversichtlich hier und ihr seht das auch, wir haben hier Rathaus 8er mit drin. Ja, der Elias ist ja zwar unser letzter Rathaus 8er, aber wir nehmen ihn wieder mit. Und wenn ihr also ein starkes RA8 habt, dann glaube ich, sind wir im Moment nicht abgeneigt, die auch hier wieder aufzunehmen. Denn es macht natürlich Spaß, die auch hier zu begucken und sie verstärken den Clan ja letztendlich auch. Das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende, dass der Clan so ein bisschen gestärkt wird, auch im unteren Bereich. Und ja, im Moment ist das Matchmaking, muss ich sagen, relativ ausgeglichen. Also es ist nicht unfair, weder oben noch unten. Auch im nächsten CK gibt es oben zwar ein RH11 mehr, aber ist noch ein 10 halber. Und ja, von daher auch im unteren Bereich passt das alles. Da haben wir diesmal sogar ein Rathaus 7 dabei. Ja, und haben trotzdem auf der gegenüberliegenden Seite kein Rathaus 8. Wir haben nämlich Rathaus 9. Aber ein nicht ganz so starkes Rathaus 9. Und deswegen ja, passt das im Moment hier. Hier sehen wir den Rorschach auf die Nummer 12, 9 auf 12. Also ja, die Base hier, da will natürlich der Angreifer eigentlich genau das, dass man so über diese Ecke kommt. Ja, ich bin da eigentlich kein Fan von, muss ich sagen. Und so eine Base hier, die geht letztendlich auch anders. Aber der Rorschach macht das hier ganz gut. Ist hier mit Walküren unterwegs und ja, die können ja jetzt fast gar nicht außen rum. Die können einfach nur rein. So ein paar gehen jetzt außen rum, ja, weil da noch das Lager war. Aber der Rest geht hier eigentlich schon schön rein. Das eigentlich will das der Angreifer ja nur. Und jeder weiß in dieser Base hier, wo die Tesla sind. Die sind jetzt auch noch nicht so stark. Bei dem Gegner hier ist also noch kein Max-Out-Tesla dabei. Und mit den relativ guten Rathaus 9 Truppen und auch den guten Helden, die der Rorschach hat, ist das sicherlich hier eine relativ einfache Base. Die Def ist ja auch noch nicht so hoch. Also ich hätte fast gesagt, das ist ein Achter, der gerade mal so 9 ist. Denke ich mal, ist auch so. Hier wird noch nachgebaut in der Base. Und er macht das hier aber, denke ich mal, ganz gut. Und die Stimmung steigt natürlich auch immer. Immer dann, komischerweise, wenn die Kriege gewonnen werden. Das heißt also, Stimmung ist immer mies, wenn wir verlieren. Und ist natürlich dementsprechend dann immer so ein bisschen ausgeglichen, wenn wir mal wieder gewinnen. Und das haben wir ja an der Stelle auch gemacht. Und deswegen sind wir auch guter Dinge wieder. Das war mal wieder, ja, vielleicht eine kleine Serie einfahren. Also so zwei Siege hintereinander wäre ja schon schön. Und ist sicherlich dann auch
an der Stelle wirklich mal wirklich gut fürs Gemüt. Ob das was wird, das sehen wir sicherlich die nächsten Tage. Aber hier haben wir erstmal einen schönen Angriff gesehen. Und die haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen. Hier den Kevin King, der kommt aus True Warriors 2. Aber auch da geht es hart zur Sache. Da haben wir, glaube ich, ja doch, wir haben ja, das habt ihr gestern gesehen, leider verloren. Ist aber nicht so tragisch. Wir stocken da nicht auf. Wir haben jetzt zwar unsere grüne Serie verlassen. Ich glaube, 7 Siege waren es ja wieder am Ende, bevor wir jetzt wieder einen roten eingefahren haben. Aber jetzt in dem Doppel-Event ist es natürlich besonders wichtig, da mindestens 2 CKs, ich glaube 2 CKs bekommt man hin in den 3 Tagen, dass man hier die EP mit einfährt. Denn es gibt ja im Moment, ich glaube, es ist eine doppelte EP für die Clankriege und auch erhöhten Kriegslot. Also das lohnt sich dann an der Stelle ganz, ganz sicher. Und ich gehe mal hier ein bisschen näher rein, dass man das ein bisschen besser sieht hier, wie sich die Truppen hier mit den Hexen... Oh, da taucht die Doppelbombe, die tat den Hexen aber weh. Aua. Mist. Und da hinten die Tesla-Farm. Okay, das ist natürlich nur punktueller Schaden für die Hexen, die oben gehen. Die sind noch voll unter Heilung. Und jetzt kommen hier unten aber ein paar Bowler zur Hilfe mit dem Magier dahinter. Und ich denke, ja, schöner Angriff hier, schöner, wie heißt er mal? Witch Slap heißt das, glaube ich. Und finde ich auch im RH9-Bereich nach wie vor gut den Angriff, wenn er mir komischerweise nicht immer gelingt. Aber mittlerweile habe ich auch so schon den einen oder anderen Dreier mit meinen Neunern mit dieser Truppenkombi eingefahren. Und die Base muss ja auch letztendlich immer so ein bisschen passen dazu. Oh, die andere Doppelbombe da, okay. Und im Moment bin ich mit meinen Neunern so ein bisschen so auf dem Hog Rider Trip. Also ich mache im Moment sehr, sehr gerne Hog-Angriffe und habe die Luft so ein bisschen verlassen. Nicht, weil ich auch gesehen habe, dass es auch nicht immer einfach ist. Also die Luftangriffe mit Golaloon oder Laloon, die sind, finde ich, schwierig, oder sie sind eine der schwersten Angriffstaktiken hier in Clash of Clans für Rathaus 9. Und ja, so ein bisschen bin ich von weg. Im Moment sind bei mir halt die Hog Rider die Favoriten und nicht die Loons. Aber ich denke, ist nicht so tragisch. Letztendlich muss ich das ja auch, ja, ich will nicht sagen üben, aber letztendlich muss ich das natürlich auch so ein bisschen, ja, können. Können hat hier auch der Swash gekonnt, nämlich mit einem schönen Queen Walk hier, also 11 auf 10. Und der Swash ist ja noch nicht so lange RH11, hat aber schon die beiden eigentlich wichtigsten Truppen hier in Rathaus 11 gelevelt, nämlich die Bowler und, wir sehen das hier auch, die Miner. Ja, also auch die sind natürlich gerade in diesem Bereich wirklich stark, und ja, gegen so eine Base, denke ich mal, war das die richtige Wahl. Denn die Teslas sind noch auf Level 1, in der Mitte sind zwei, ich glaube, sind zwei Multi sogar. Ja, es sind zwei Multi, und die machen dann, sind das zwei Multis? Ja, sind zwei Multis, und die machen dann zwar immer vielen Minern zu schaffen, aber der Schaden ist nicht so hoch wie von einem Dreier. Und jetzt kommt er von der anderen Seite, ja, von der anderen Seite kommt er hier, um seinen Funnel so ein bisschen weiterzumachen, dass die Miner jetzt nicht so abschweifen. Und ich weiß gar nicht, von welcher Seite er die jetzt eigentlich hier reingeschickt hat. Queen muss er jetzt leider gleich zünden, und ja, ich weiß es noch nicht, weil ich den Angriff noch nicht gesehen habe. Ah, doch, passt schon. Sie kommen also genau von da, wo ich es jetzt auch eigentlich erwartet habe, weil er hier schon gefunnelt hat. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen näher rein, weil wir jetzt nur wieder die Buddelstreifen sehen von den Minern hier. Oh, die gehen jetzt erstmal ein bisschen rum hier. Okay, das ist natürlich suboptimal, aber mal gucken. Er hat jetzt zwei Heilzauber für außen. Außen ist erstmal kein Inferno-Beschuss, ist natürlich auch nicht schlecht. King jetzt gezündet, auch Riesenbombe da, okay. Aber die 5er Miner, die halten natürlich schon, ja, die halten schon richtig was aus, sehe ich gerade. Donnerwetter, hätte ich nicht gedacht. Ja, mal sehen. Ich bin ja jetzt auch relativ nah an Rathaus 11 dran. Ich stoße heute meinen Erdbebenzauber an. Ich weiß, ist nicht mein Lieblingszauber, aber er muss auch gelevelt werden. Vielleicht finde ich ihn ja doch irgendwann mal ganz gut. Und deswegen stoße ich heute den Erdbebenzauber an für 12 Tage. Und dann ist das noch einmal die Bogenschützin. Und ich glaube, ich kann schon etwas eher mein Rathaus anstarten, denn
Ich habe das ganz verpeilt in meinen Berechnungen, dass ja auch, wenn ich Rathaus 11 bin, erstmal das Labor aufgebaut werden muss und die Truppe, die noch im Labor läuft, die wird auch weiter gelevelt. Das heißt also, während mein Labor eigentlich 7 Tage läuft, läuft auch noch die Truppe zum Leveln da drin, die ich angestoßen habe. Und deswegen kann ich, glaube ich, 7 Tage eher, so habe ich es jetzt mal ausgerechnet, mache ich die Tage nochmal ein bisschen genauer, kann ich die dann etwas eher anstoßen. Das heißt, mein Rathaus auch etwas eher anstoßen, als ich es jetzt gedacht habe. Und da bin ich echt schon drauf gespannt und freue mich da auch ein bisschen drauf. Muss ich sagen, worauf mich allerdings auch gefreut habe, ist, dass wir hier im oberen Bereich so gut gekämpft haben. Und zwar vor allen Dingen der Hocke hier. 11 auf 11, also Maxed Out RH11 Base hier. Also ein bisschen fehlt noch. Die Bogenschützentürme sehe ich, sind noch nicht ganz ausgebaut. Die Magiertürme sind auch noch nicht ganz ausgebaut. Und wie ist er hier eigentlich reingekommen? Ah, okay, da oben mit einem Queenwalk erstmal. Kleine Unterstützung hier mit dem Lucky. Und oh, der Hocker hat auch aufgerüstet. 20er geworden jetzt schon. 41er Queen, 41er King. Also auch beim Hocke geht es hier, zumindest was die Helden angeht, ins Endstadium rein. Also noch 8 Level. 4 beim King, 4 bei der Queen. Und dann ist er hier auch erstmal durch mit den Helden. Wenn ich wahrscheinlich so weit bin, gibt es wahrscheinlich schon King und Queen auf 50, Warden auf 25 oder sowas. Irgendwas wird ja irgendwann mal kommen. Und aber im Moment sind wir ja erstmal beim Update der Meisterhütte. Ich jetzt nicht, aber die Masse hier aus meinem Clan baut die, glaube ich, schon, weil sie auch länger schon 6 sind als ich und auch da nicht so extrem durchgemaxt haben. Aber ist nicht so tragisch. Schöner Funnel hier mit der Queen, dem Warden und jetzt auch mit Bowler und mit den Bowlern und den Riesen und kommt hier jetzt gut in die Base rein. Und was ich jetzt eigentlich sehe, ist, dass er mal wieder Valkyren benutzt. Ja, das ist ja schon länger nicht gesehen beim Hocke, dass er Valkyren benutzt, denn lange Zeit haben wir Hocke ja aus der Luft gesehen, also fast ausschließlich mit Luftangriffen, und hier jetzt aber mal mit einem, ja, Bowler Walk, hätte ich mal fast gesagt, Queen Bowler Walk und dann die Valkyren. Sicherlich, da kommen sie jetzt rein, da ist der Sprung. Queen kann er jetzt zünden. Oh, da ist natürlich Feuer hier in der Base. Alter Falter, Donnerwetter. Aber er hat noch Zauber, nämlich einen Freeze. Oh nein, jetzt springen die erst wieder raus. Ja, das ist auch ein bisschen fiese. Gerade da, wenn man in die Mitte kommt mit den Valkyren. Wenn da eine Skelettfalle ist, dann gehen die natürlich erstmal da drauf und hüpfen unter Umständen, so wie wir es gerade gesehen haben, wieder raus. Aber hat er schön gemacht hier, denke ich mal. Und jetzt gehen die schön weiter. Sind ihm also an der Stelle nicht gestorben. Und schöner, ja, ich denke, wirklich schöner 3 Sterne hier gewesen. Auf die Ringbase hier hat er gut gemacht. Ich wünschte, ich könnte das auch. Aber ich kann es noch nicht wirklich. Aber wird schon. Ja. Ja, und was mich eigentlich besonders gefreut hat, ich weiß nicht, wie ihr mal zu ehemaligen Membern steht, also bei uns ist jemand wieder reingekommen, zu dem stehe ich eigentlich nicht mehr so gut, es ist der Norman. Norman hat wieder bei uns mitgekämpft, hier oben im oberen Bereich, und ich war erst gar nicht so glücklich, dass er wieder hier ist, weil es gab hier doch viel Ärger und dann hat er nicht angegriffen mit seinen vielen Charakteren, aber er hat immer wieder Besserung gelobt und irgendwann habe ich auch gedacht, Mensch, warum denn eigentlich nicht? Denn Norman ist ein guter Angreifer, das weiß ich natürlich. Und gute, gerade 11er Angreifer haben uns ja in letzter Zeit gefehlt. Mit dem Mustango, der weg ist, der Gookie ist weg, der Max ist raus. Also uns haben wirklich starke 11er verlassen hier. Und ja, Mensch, habe ich auch gedacht, Norman ist ein guter Angreifer, das weiß ich ja. Und habe dann irgendwann auch geschrieben, willkommen Norman, willkommen zurück. Und ich nehme das erstmal so hin und ich denke mal, er fügt sich eigentlich auch ganz gut wieder ein. Und man glaubt es kaum, er spendet sogar Truppen. Ja, das war sein großes Manko. Das hat uns hier immer ein bisschen angenölt, denn der Norman hatte hier auch mehrere Accounts drin. Und gerade wenn du ja mehr accountig in einem Clan bist, da kannst du dir natürlich auch immer die passenden Truppen selber spenden. Ist ja auch nicht schlecht, hat er aber auch an der Stelle nie gemacht, ja, sondern hat wirklich immer lange gewartet, bis ihm dann irgendwann jemand anders was gespendet hat, und das ging uns und er selber nicht. Ja, also Norman ist nicht gerade der Big Spender,
Aber ich denke mal, ja, jeder kann sich ein bisschen anpassen, jeder kann sich ja ein bisschen ändern. Und es ist auch so, mittlerweile hat Norman ein ganz nettes, ja, nicht Spendenkonto will ich nicht sagen, aber relativ ausgeglichen. Also früher war das sehr, sehr einseitig. Und wir sehen das hier. Er ist nach wie vor ein guter Angreifer, hat beide Angriffe hier gut hingelegt und hier auch mit den, oh, gerade mal räuspern, und hier auch mit den Walküren hier den Cleanup gemacht. Aber da sieht man das auch wieder, die gehen einmal ganz, ganz kurz auf die Skelette, auf die Skelettfalle und waren nochmal kurz raus. Aber er hat in der Mitte jetzt auch so kleinere Unterstützung von seinen Skeletten gehabt, von den Hexen. Und ich denke mal, stabiler Angriff hier, super gemacht, Norman, freut mich, dass du wieder bei uns bist und bei uns mitkämpfst. Und auch im nächsten CK ist er mit dabei. Ich denke, die Folge hat euch hoffentlich trotzdem gefallen. Ich musste wirklich jetzt kurzfristig einmal abdrehen. Ich habe zwar ein bisschen was vorbereitet, das hat aber andere Themen. Und deswegen seht mir das nach, dass die jetzt auch heute ein bisschen später gekommen ist. Und ich würde einfach sagen, bis dahin, euer Toto. Flash.